Wie lebt es sich im Kreis Minden-Lübbecke im Jahr 2030? Gut, wenn die Weichen richtig gestellt werden. Werfen wir einen genaueren Blick darauf und besuchen die Familie Gieseking. Hans-Peter Gieseking ist 86 Jahre alt, ehemaliger Schlosser und leidenschaftlicher Tüftler. Er ist der Senior der Familie Gieseking. Hans-Peter lebt in einem Mehrgenerationenhaus in Bad Oeynhausen. Das Haus nahe dem Kurpark ist 2024 im Rahmen des neuen Wohnungsbauförderprogramms entstanden, das der Kreis vorangebracht hat. Finanziert und gemanagt wurde es durch die Sparkasse Minden-Lübbecke. Als gelernter Schlosser kann er sich in der kleinen Werkstatt im Haus noch ab und zu einbringen und mal was Kleines bauen oder reparieren und den Kindern was beibringen. Er ist stolz darauf, dass es mit der hauseigenen Werkstatt geklappt hat. Das war seine Anregung in dem Beteiligungsprozess, in den die künftigen BewohnerInnen ihre Ideen für die Wohngemeinschaft einbringen konnten. Außerdem ist ein schöner Gemeinschaftsgarten entstanden und in einer großen Küche wird regelmäßig zusammen gekocht. Für ihn ist das aber zu viel Trubel. Deshalb bringen ihm seine jungen Nachbarn öfter mal Essen vorbei. Er meint, da laut sich mal leiber der jungen Lüt otoben. Also auf Hochdeutsch, da sollen sich lieber die jungen Leute austoben. Damit dieses Leben im Jahr 2030 für Hans-Peter Gieseking möglich ist, will die SPD Minden-Lübbecke dafür sorgen, dass mehr öffentlicher Wohnungsbau im Kreis Minden-Lübbecke betrieben wird. Konkret heißt das, über die Sparkasse Minden-Lübbecke wird sich der Kreis im Wohnungsbau engagieren. Dabei sollen vor allem bezahlbare und generationenübergreifende Wohnformen realisiert werden. Die Interessen der künftigen BewohnerInnen werden schon im Planungsprozess eingebracht.